Hallo und herzlich willkommen zu Rise of the Tomb Raider. Dieser Titel unterstützt automatisch Speichern, ja, ist mir klar. Und wir spielen das Ganze auf der Xbox One natürlich, nicht auf der 360 oder sonst irgendwo. Ich mache das Ganze mal etwas heller, weil YouTube macht das ja gerne mal etwas dunkler, wir kennen das ja. Und jo, bin mal gespannt. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen? Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen! Sie hören auf! Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihnen. Keine Chance. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Okay, da sind wir jetzt. Und jetzt weiß ich auch, was das Overlay ist. Das ist ja richtig geil. Wollt ihr das oder soll ich es wieder abschalten? Also schreibt mir das mal in die Kommentare. Also das sieht affengeil aus. Alter, leck mich doch am Arsch. Und auch hier mit den Schneespuren und so. Das ist schon geil. Wollen wir auch irgendwie rennen? Nö. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, denn Dad wäre stolz auf dich. Ah, hier ist das Menü jetzt. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Cool. Ey, das sieht richtig hammermäßig aus hier. Oh! Oh. Alles okay? Hab den Halt verloren. Geht schon. Alter Vater, ist das geil. Wow, fuck! Pistol! Bist du in Ordnung? Jonah! Ich bin hier! Ist alles Paletti. Klettere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib an der Oh, das war falsch! ich hab doch einfach nur A gedrückt, Alter. Das war, glaube ich, etwas schlecht. Also nicht in irgendeine Richtung, sondern... Genau, so. Ich klettere runter und hol dich! Nein. Ach, Quatsch nicht. Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! Ich mach's lieber so, das ist cooler. Das sieht geiler aus. Flatsch! Alter, geil! Wow! Halt fest! Oh! Nein, was machst du denn? Oh! Ich habe auch ein Schwein! Alter, das sieht mega geil aus mit diesen Animationen, Alter! Aber warum die. Warum hält sie sich nicht fest? Egal, dann müssen wir halt hochklettern, dann geht das nicht anders.
wenn das Spiel das sozusagen nicht mag, von der Animation her, dann müssen wir das so machen. Leider. Leid es mir jetzt auch tut. Und alle hopp! Hops und hops. Ich muss rüberspringen. Ja, okay. Jetzt nimm meine Hand. Wow. Hab dich. Alter. Das ist echt. Shit, Lara. Du verpasst mir noch einen Herzinfarkt. Bist du okay? Ja. Los, komm. Was ich geil finde, dass Jonah mit dabei ist. Vom ersten Teil. Das finde ich so geil. Weil der... Der war ja sowieso uns sehr besonnen, muss ich ja sagen. Der hat mir ja vom Anfang an gefallen, der war ziemlich... Ja, weiß ich auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich fand den schon von Anfang an irgendwie cool. Nicht schlecht. Hier können wir bleiben, falls das Wetter umschlägt. Glaubst du echt, wir können die verlorene Stadt... Oh, jetzt habe ich eine Fackel angemacht. Aber laut dem alten Fährtenleser gibt's Ruinen in diesen Bergen. Die neue Synchronstimme, kann das sein? Wenn ich eine Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvor gekommen. Alter, wie krass. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Zieh euch das doch mal rein hier, Alter. Wir sind fast am Gipfel. Alter, sieht das geil aus. Na gut, dann geht's weiter. Aber ich finde das Overlay, finde ich irgendwie cool. Das hat was. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Scheint recht stabil zu sein, aber bleib nah an der Wand. Okay. Okay. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das. Das kenne ich aber schon. Okay, bereit? Das kenne ich schon aus den Trailern. Ich weiß ja schon, was passiert. Das ist ja jetzt das Doofe. Das habe ich im ersten Tomb Raider schon so gehasst. Da kann ich auch schon nicht anfangen. Jetzt hier genau dieselbe Scheiße. Wow, hier ist jede Menge lockeres Eis. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Und jetzt macht's Puff und jetzt fliegen wir runter. Achtung! Achtung! Oh, Scheiße! Nee, doch nicht. Das war knapp! Dann kommt das gleich noch. Ja, genau. Jetzt geht's hier rüber. Ja gut, es ist nur ein Teil von dem Trailer, sag ich mal. Aber trotzdem. Geht hier ums Prinzip. Ja, jetzt macht sie mich Puff. Tschüss, Eis. Ich bin dein Anker. Schaffst du's rüber? Ich schaffe das. Gib mich hin. Jetzt rutscht sie mir nicht ab. Oder? 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 Ach, keine Ahnung. Egal. Bleib da! Ich mach für dich ein Seil oben fest! Okay, ich geb dir etwas Seil. Ja, mach mal. Alter, ist das geil. Oh, fuck. Oh oh. Oh Gott. Lara! Alter, was ist los? Ja, es rutscht ab, genau. Jetzt kommt das Klatsch. Oh Scheiße! Hab dich! Ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Nee, bin taub. Ich zieh dich wieder rauf! Oh, fuck! Da!
bin auf der anderen Seite. Jetzt passiert das nämlich. Okay, los geht's. Verdammt, ich kann mich nicht mehr halten. Komm schon, Lara. Jawoll. Fuck, Alter. Lara, ich kann dich nicht halten. Das Seil rutscht. Mach doch keinen Scheiß, Mann. So. Kletter, kletter. Ich klettere schon. Oh, oh. Scheiße. Schneller, verdammt. Oh, oh. Geh zurück, Jonah! Such dir Schutz! Ja, jetzt geht das ab. Jetzt, das kenne ich schon. Fuck, Alter! Alle mal lachen! Jetzt kommt gleich die Lawine. Ich kenne das schon. Das ist halt das Doofe. Wenn man schon alles kennt. Aus den Trailern. Yeah, baby! Autsch! Immer schön festhalten! Festhalten! Oh! Fuck! Alter! Hier, komm, mach hinne! Nein, ich bin in die Spalte gerutscht! Das war jetzt doof. Ah gut, genau hier ist der Checkpoint, das ist gut. Alter. Yeah, baby! Zwei Wochen zuvor. Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut es. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber... nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich. Beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen.
mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hat dich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Und damit machen wir jetzt eine Aufnahmepause und sehen uns im nächsten Part. Ich finde das mit den Overlay ganz cool. Gefällt mir irgendwie, dass wir hier sehen. So und so viel haben wir abgeschlossen. In dem Fall 1%. Man sieht es ja unten links. Und die Distanz, wie viel wir gelaufen sind. Und die lautlosen Kills. Also ich finde das ganz cool, wo wir gerade sind. In dem Fall Syrien. Wer spielt? Das bin ich. Crazy Free KI. Finde ich ganz cool. Wenn es euch gefällt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Oder wenn ich es wegmachen soll, dann sagt es mir, das ist halt spielbasierend, kann ich es ja ein- bzw. ausblenden hier unten. Hier Übertragungsrahmen, hier kann ich jetzt aus- oder anmachen. Was auch immer die Online-Funktionen sind, ich weiß es nicht. Ist aber auch egal, ich finde das ganz cool. Wenn ich es wegmachen soll, dann schreibt es wie gesagt in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder im nächsten Part. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen da, lass einen Kommentar da und vielleicht sogar ein Abo. In diesem Sinne bin ich raus und bis morgen. Ciao.